Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu Little Nightmares The Hideaway. Ha. Ja, dem zweiten DLC vom Season Pass, kann man sagen. Und somit auch schon den vorletzten, denn eins wird noch folgen. Ich bin Okami, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und wir werden uns jetzt mal dem DLC zuwenden. Ich habe gerade eben ja schon den ersten durchgenommen. Und jetzt fehlt natürlich hier der zweite. Und unser Ziel ist natürlich auch hier, alles Treibgut mitnehmen, alle Achievements der Möglichkeit mitnehmen. So, geborgenes Treibgut haben wir hier natürlich noch nicht. Alles blind und auf jetzt! Und die Maus aus dem Bild, bitte. Danke. Entsprechend immer noch verdammt erkältet. Ach, Nase tut weh, alles tut weh. Husten. Ist auch immer noch mit dabei. Ah. Ja, wie gesagt, erste Aufnahme. Wir haben jetzt erstmal eine Pause zwischen den beiden Sachen gemacht. Zwischen den ersten DLC und diesem hier. Und, wer sind wir denn? Warte mal, diesen Lockenkopf kennen wir. Wir erinnern uns ja, was Hans mit uns gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn man das Originalspiel kennt und auch gesehen hat, was jetzt am Ende passiert war. Da hat uns ja der langarmige Hans erwischt. Ja. Hallo, ihr kleinen Gnümchen. Das sind die Gnobi-Bärts. Wo zum Teufel sind wir? Ah, unsere Taschenlampe haben wir noch. Alles klar. Wir müssen keine neue finden. Wups, wups. Und dann wollen wir mal gucken. Hey, Kleiner. Komm zurück. Ich will dich knuddeln. Keine Angst. Ich bin auch sehr gespannt, wo es hier vielleicht wieder Überschneidungen zum Originalspiel gibt. Wer das Original nicht kennt oder den ersten DLC nicht kennt, selber spielen ist immer gut. Und alternativ kann man es sich natürlich noch bei mir angucken. Auf dem Kanal. Wenn ich dran gedacht habe, natürlich auch in der Beschreibung die Playlists mit drin stehen. Das habe ich, glaube ich, vergessen beim letzten. Komm zurück! Also, was haben die denn nur? Warum hauen die alle von mir ab? Oh, das kommt mir so bekannt vor hier alles. Das kommt mir doch so bekannt vor. Lalalala. Hüsa! Okay. Da können wir hoch. Ab dich! Komm her! Nein! Flups! Du lass dich stecken! Hab dich! Oh! So, wo ist ein Ofen? Ah, Attacke! Boing! Ja, wir machen erstmal ein bisschen Unsinn mit dem Gnomen. Na komm. Um ein getragenes. Ah! Das war so Absicht, dass wir den kriegen. Okay. Oh, danke, mein Kleiner. Ah, jetzt läuft er mir auch hinterher. Guck an. Ich muss. Ah, verdammter Husten. Na, super. Ja, wie kommen wir da dran? Wir brauchen unseren Gnomi bestimmt. Können wir das Ding hier schieben? Oder das? Ja, kleiner Freund, wie kriegen wir dich denn jetzt? Hopp! Nein! Sollst du doch da nicht wieder runterkommen. Hopp! Na geht doch! Na geht doch! So, komm her, Kleiner. Du musst mir noch mal kurz helfen. Da oben musst du trennen. Upp!
Ja, geht doch. Jetzt muss wieder um die Ecke. Nee. Hä? Böse Maus. Der mit der Maus spielt. Nein! Oh, Gnomi, da bist du. Dankeschön, dass du mir wieder geholfen hast. Nochmal kurz knuddeln. Wo jetzt? Jetzt? Das muss man denn jetzt hier machen? Komm, hilf mit! Ja, super! Mit vereinten Kräften, mein Freund. Mit vereinten Kräften. Da, ich sehe was da in der Ecke ist. Treibgut. Wie kommen wir da hin? Da oben. Höchstwahrscheinlich. Komm her. Okay, funktioniert so nicht. Nee, wird so auch nicht funktionieren. Kriegen wir das hier vielleicht rausgezogen? Warum bist du denn hier, hä? Ach so, wir sollen... Wollen wir den nochmal aufmachen? Och, Gotti, Gotti, Gotti. Guck mal. Oh, so, knüllen wir den auch nochmal. Jetzt haben wir schon mal zwei. Jetzt können wir eine Gnomenleiter bauen. Komm her, Kleiner. Ja. So. Na. Hilfe mir mal, hilfe mir mal. Okay. Nein, nicht ganz. Wo zum Henker? Ja, jetzt haben wir zwei Gnomenfreunde. Da komm her. Ja, schön, wer ist bitte da? Ja, da soll man dran, ich weiß. Da müssen wir hin. Also sie zeigen uns so ein bisschen den Weg. Problem ist, ich wusste und will immer noch darüber, aber wie? Wie komme ich darüber? Wie kommen wir da nur hin? Aua. Ihr dreht auch am Rad, oder Jungs? Hier, da hoch müssen wir irgendwie kommen, Jungs. Wie geht's da hin? Also hier definitiv nicht. Schwierig ist, ich weiß halt gerade sowieso nicht, wie es hier weitergeht. Das kriegen wir hin. Das würden wir hinkriegen. Aber wie kommen wir da oben hoch? Könnt ihr mich mal hochgepackt nehmen? Das ist gerade echt schwierig. Vor allem, weil das ist das erste Ding, was wir brauchen. Und wenn wir das hier kriegen, ist schon Mist. Kann ich die hier noch weiter rausziehen?
Ja, nee, warte nicht. Jetzt gedacht, vielleicht kann man Schubladen. Ja, ist ja gut, ich weiß, da ist die Tür, Jungs, ich weiß es doch. Ja, das wird nicht reichen. Wie kommt man da hoch? Das kann doch eigentlich nicht so verdammt schwierig sein, wie ich mich hier einstelle, oder? Ja, du musst dich auch da oben festhalten, wenn ich dich da hochwerfe, Kleiner. Oh, die Nase juckt, die Nase juckt, die Nase juckt. Ich glaube, um da ranzukommen, ich knubbel hier mal kurz ein bisschen rum. Nein! Gnome! Vielleicht war es ja das die Lösung. So, vor Frust erstmal weiter wegwerfen. Bleib doch mal da oben! So, komm her, komm her. Keine Ahnung, ich muss mir ein bisschen rumknubbeln, das ist ja ein bisschen langweilig für euch, weil normalerweise geht es ja storymäßig weiter. Deswegen machen wir einen kleinen Break hier. So. Grundlegend richtige Idee gewesen mit dem Werfen. Wir müssen die kleinen Gnomis nur hier hochwerfen, dass sie da hochgehen und uns die Kiste runterholen. Und dann hätte es auch mit der Bottle geklappt. Und wir können auch den kleinen Dritten hier befreien. Nein, befreien habe ich gesagt. Na, komm her. Weg mit der Maus. Alles klärchen. So. Was machst du denn da? Gerade befreit. Schon will er sich wieder einkechern. Kerkern. So. Hopp. Wir und unsere drei Gnome. Ja, hier. So, jetzt habe ich euch alle geknuddelt. Jetzt helft mir mal. Nein, so nicht. Jawohl! Mit vereinten Kräften! Wir werden also sowieso nicht rausgekommen, weil der dritte Gnome noch gefehlt hat. Alles klärchen. So! Warum seid ihr jetzt auf einer 2? Wo ist der dritte? Da ist er. Kommt! Folget mir, meine kleine Gnome-Armee! Ja. Ja. Besser zielen. Immer der Mütze nach. Hopp. Nee, geht da nicht hoch. Okay. Ist mir da wirklich selber drin, ne, ausnahmsweise? Ich komme da aber nicht. Das kann aber nicht. Nee. Ich komme da nicht hoch. Das heißt, einer von euch muss da mit hoch, ne? Na komm, das war doch fast gut. Aber sie halten sich auch nicht fest. Da. Oh nee, hier ist.
Da ist ein Ofen. Da muss man noch dran kommen. Ach, das täuscht von der Perspektive her. Ah, noch müssen wir da gar nichts. Da müssen wir dann Sachen runterwerfen. Alles klar, ihr drei kleinen Gnömchen. Da ist eine Leiter. Ah, hier ist ein Ofen und noch ein Gnom. Irgendwie sieht das aus, als wenn er ihn würgen will. Und irgendwie sieht es aus, als möchte der kleine Gnom hier in den Ofen hinein. Ja, und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Oh, okay, sie fangen an zu heizen. Wir müssen wahrscheinlich den Druck hochkriegen. Cool. Bis zur nächsten Folge, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun könnt. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.